Moin Leute! Moin! Die dritte Episode ist draußen und die schauen wir uns jetzt an. Ready? Hell yeah! Okay, alles klar. Let's go! Das ist das Glitch-Intro, das kennen wir. Oh mein Gott! Gangle, wie sie malt! Ich schaff's einfach nicht länger! Oh, wie süß! Ich habe herausgefunden, wie man Frame für Frame rausgeht. Sie versucht, deswegen die Luft anzuhalten. Und sie schafft es nicht länger. Warum? Keine Ahnung. Challenge. Das war jetzt so... Ah, ich hätte einfach... Du kannst auch einfach hier 5 Sekunden... Okay. What the fuck? Ja. Technische Probleme, aber sie sind hoffentlich jetzt behoben. So. Ja, hier sehen wir Sube, wie sie noch aussieht. Sie haben sich ein kleines Wohnzimmer gemacht. Oh mein Gott. Okay, Kane ist nicht dabei. Kane hat nichts damit zu tun. Aber wie süß Gangle da. Oh mein Gott. Oh. Meinst du, sie zeichnet? Ja, klar zeichnet sie. Was zeichnet sie? Was zeichnet sie gerne nochmal? Vielleicht ihren Lieblingsmanga. Ja, kann sein, ne? Mal sehen, ob sie uns das noch zeigt. Ich schaff's einfach nicht länger. Zieh einfach durch. Wir können an Sauerstoffmangel nicht sterben, weißt du noch? Aber es fühlt sich so an, als würde ich draufgehen. Mach dir einfach keinen Kopf drum. Oder kämpf dich durch. Ich will sehen, wie dein Zahnpastakörper drauf reagiert. Hey, mach mal halblang. Mach mal halblang. Halt den Mund. Na gut. Wird schon schief gehen. Da sind wir wieder im blauen Bereich. Sieh an, Layla macht geiler. Okay, sie läuft rot an. Oh, orange. Huh. Und gelb, grün. Boah, seht euch das an. Jetzt macht sie blau. Die Phase hatten wir schon. Der Farbwechsel nimmt einfach an Geschwindigkeit zu. Warum bin ich das Versuchskaninchen? Könnt ihr das nicht selber testen? Weil mit jedem von uns etwas anderes passiert. Zum Beispiel fängt Kinga zu leuchten an. Ach, krass. Grillzahre stellen sich auf. Cool. Gangles Maske wird zum Beyblade und Zubin kriegt ein steifes Glied. Meine Gliedmaßen stehen... Ach, fuck dich doch. Wie reagierst okay. du? Er will es uns nicht zeigen, weil er ein Feigling ist. Ich will nur das Mysterium aufrechterhalten. Was ist mit euch, den Zuschauern? Habt ihr Theorien? Was? Nein! Was denn? Dazu, wir haben die Theorie sogar schon aufgeschrieben. Es gibt wirklich Zuschauer. Es gibt wirklich Zuschauer. Ah, ja, stimmt. Aber wir haben sie nie hochgeladen, oder? Nein, noch nicht. Die kommt jetzt die nächsten Tage. Ja, okay, magst du das kurz erklären mit der Theorie? Also ein Zirkus hat ja normalerweise immer Zuschauer. Und deswegen gab es jetzt diese Theorie, dass hier in diesem Zirkus es auch Zuschauer gibt. Und in dem Fall wir die Zuschauer sind. Das heißt, wir sind Teil des Zirkus eigentlich. Und Gooseworks hat das auch ein bisschen bestätigt über Tumblr, glaube ich. Ja, und das ist so eine kleine Theorie. Und das bestätigt das gerade irgendwie. Aber ich frage mich, wo zeigt er hin? Woher weiß er, dass da die Leute sind? Oder er weiß, okay, die Kamera kann überall sein, wo ich sie haben möchte, weißt du? Weil, schau mal, wenn wir jetzt da hinschauen, wo zeigt er hin? Weil die Kamera existiert ja eigentlich in ihrer Welt nicht, sondern ja. Das ist so eine Live-Übertragung. Oder die Kamera existiert. Es gibt ja auch, keine Ahnung, in Videospielen oder so, da gibt es auch so... Kann man sich so eine Kamera erschaffen, wie zum Beispiel jetzt, ich denke jetzt an das bestimmte Spiel VRChat, da kann man so eine Fotokamera spawnen lassen und dann hätte man theoretisch ein Objekt, worauf man immer sehen, gucken könnte. Ja. Wenn es jetzt passiert, dass Jack seine Hand auf einmal zur Kamera wieder richtet, dann würde das bestätigen, mal gucken. Aber ja, ist cool. Okay. Oh, Gangle zeichnet. Oh, es ist wirklich Manga. Es ist wirklich Manga. Also es sind Augen. Ja. Oh mein Gott, wie cool. Und man sieht sogar hinten, wie Gangle von hinten aussieht. Ja, das sah man schon öfter. Echt? Ja, ja. Ah, okay, für mich ist das jetzt gerade irgendwie neu. Okay, cool. Let's go. Weiter geht's. Bist du jetzt schizophren? Was gammelt ihr denn alle so herum? Okay, Zubel. Zubel hat gesagt, bist du jetzt schizophren. Also die anderen checken das vielleicht nicht. Ach so. Und das war auch bei der Theorie dabei, dass es eigentlich nur Kane weiß, aber... Jax es auch weiß oder irgendwie herausgefunden hat, weil Jax schon öfter die vierte Wand gebrochen hat und mit den Zuschauern geredet hat, aber kein anderer von denen sonst, weißt du? Interesting. Mhm, ja. Abenteuer ruft!
Das heutige Abenteuer heißt Das Geheimnis der gruseligen Geistervilla! Ganz richtig. Diese geistreich gestalteten Gruselgemäuer sollen geradezu reich an Geistern, Geistern und Weißbrot sein! Es liegt an euch, das Mysterium der Mildenholz zu lösen und einzufangen, was ihr so Gespenstisches in die Finger kriegt. Und als wäre das nicht alles, könnt ihr sogar... Boss Ubel, dieses Abenteuer ist extra cool und erwachsen! Das wird toll! Geil. Was? War das rückwärts gesprochen? Ich kann es jetzt leider nicht rückwärts abspielen. Na, das kommt in dem Short. Das kommt in dem Short, Leute. Wir werden herausfinden, was Bubble da gesagt hat. Bewusstsein erlangen, oder? Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht der Boss. Oh, warte doch, bin ich. Egal, jetzt auf und keine Scheu. Das Abenteuer wartet. Wow. Damn. Oh mein Gott. Oh. Da sind sie. Ich wusste es, es ist die Anfangsszene. Oh, hier ist es echt schaurig. Ich frage mich, wie hoch Kane hier den Gruselfaktor getrieben hat. Ich hoffe nur, dass dieses Abenteuer nicht wieder als ein schrecklicher Albtraum endet. Ich bin nicht gerade ein Fan von Horror und erst recht mit Jumpscares kam ich noch nie gut klar. Boom. Komm schon, das war doch nicht mal gruselig. Was, erschreckt dich der Schreck weg genauso? Hey, lass sie mal in Frieden. Die letzten Tage waren Schreck nicht weg, leicht war. Für sie. Schreckweg, war das nicht der Name von dem Staubsauger bei Luigi's Mansion? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Das waren sie für keinen von uns. Stimmt's, Gange? Hört ihr das auch? Hi, ich bin Geisli. Geisli? Heutiger Geistgeber. Wieso gehen sie nicht wieder rein? Ich weiß noch, als mir das erste Mal passiert ist. Aber keine Ahnung, warum sie nicht wieder reingehen. Das kenne ich so nicht. Bevor ihr die Reise fortsetzt, müsst ihr entscheiden, welche Tür ihr durchschreiten wollt. Die Tür zur Linken ist die gewöhnliche Tür. USK, wow! Für jede Altersgruppe. Die Tür zur Rechten ist die gruselige Gruseltür. USK, nur für erwachsene Subits. Oh. Ihr habt die freie Wahl. Geil. Wir sollten alle Geister einfahren. Welche Tür wählen wir aus? Ich weiß nicht recht. Komm, die im Hintergrund. Oh, der. Wow. Keine Panik, Gengel. Ich hol sie dir wieder. Warte mal, warum Gengel? Warte mal, ich hab da was gerade nicht. Gengels Maske ist mit, oder? Warte, lass mal uns das anschauen nochmal. Wir gehen 5 Sekunden zurück. Ja. Sie weint, oh nein. Ich hol sie dir wieder. Nein, aber die glückliche Maske ist reingefallen. Ach so, ja. Ja, das macht Sinn. Das muss ich mir nochmal ansehen jetzt. Ich weiß nicht recht. Darf ich mal? Ach nein, Jax hat sie da reingeschmissen. Okay. Warte, kann die einfach abnehmen? Wählen wir aus. Ich weiß nicht recht. Darf ich mal? Oh. So funktioniert das. Keine Panik, Engel. Und schau, er rennt jetzt. Ja, so ein Macher. Deswegen sind die zusammen. Ah. Oh mein Gott. Ah, das heißt, sie haben jetzt den ganzen Horror-Stuff, ja, weil sie durch die böse Tür gegangen sind, durch die Horrortür, und die anderen drei chillen da jetzt einfach in der normalen Tür. Okay. Oh, das ist die Gruseltür. Super, oh, das ist die Gruseltür. Ich will nur auf ein Wort mit dir. Oh, richtig. Konntest du das schon die ganze Zeit? Suben, ich will nur verstehen, warum zum Kuckuck du anscheinend an meine unglaublichen Abenteuer teilnimmst. Du könntest noch Bubbles Gefühle verletzen. Bubbles Gefühle? Genug von Bubbles Gefühlen. Wie wär's mit deinen Gefühlen? Ich, Also, was liegt auf dem Herzen, Subel? Ich hab grad absolut keinen Bock auf dich. Zum Totlachen! Und weiter. Nein, ich meine, ich hab dir schon längst von meinem Problem erzählt. Du kannst dich nur nie daran erinnern, weil... Du verstehst das eh nicht. Mein Verstand ist total rasiert. Okay, aber der Switch jetzt gerade von Subel so. Ich hab keine Lust und ich hab dir das schon so oft erzählt. Also das ist schnell irgendwie gemacht. Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie gerade sehr wechselhaft gewesen. Die Kokosnuss. Es gibt nichts, was diese Glubscherchen verlässt. Also, was kann ich tun, damit meine Abenteuer etwas ansprechender für dich sind? Checkst du's nicht? Genau darum geht es mir. Du denkst immer nur an deine Abenteuer. Damit hat es aber überhaupt nichts zu tun. Es geht mir um... Ach, vergiss es. Du hörst mir doch sowieso nicht zu.
Summel, guck mal, diese Biene da! Oh. was? Wo sind wir? Wow. Da kennen wir sie alle. Ja. Oh, das ist... Och, nö. Was soll das für ein Vieh sein? Mein Name lautet Baron Theodore Mildenhall. Schon seit ich denken kann, bin ich in meiner Freizeit als Jäger tätig. Wobei manch einer behaupten mag, es habe sich in eine Obsession verwandelt. Ich bin der Gestalt vor eurer Nase schon seit Jahren dicht auf den Fersen. Sie scheint weder menschlich noch tierisch zu sein. Etwas Seelenloses, etwas Ruchloses. Ich habe jede Sekunde meines Daseins damit verbracht. Meine Familie mit all... Das heißt, er wacht zum Leben und er jagt die jetzt. Wahrscheinlich, weil er Jäger ist. Was erklärt, warum alle Köpfe von ihm an den Wänden sind, weil Jäger ja schließlich zur Ausschau Köpfe von irgendwelchen ausgeschopften Aber Tieren oder so in die Wand. Wieso hat er schon die Köpfe von Pomni und Co.? Wieso hat er dann die schon, wenn die eigentlich noch leben? Ja, ob das jetzt logisch ist, weiß ich nicht, aber damit das jetzt suggeriert, dass das jetzt passieren wird. Oder, keine Ahnung, es gibt einen Klon, was weiß ich. Allen Mitteln vor diesem Wesen zu beschützen. Er jagt die jetzt. Ich hoffte, ihm den Gnadenstoß zu verpassen, würde mich von diesem schrecklichen Gefühl befreien, von dieser unausweichlichen Furcht. Ich lag falsch. Weißt du, so langsam denke ich, was hältst du davon, wenn wir einen Weg nach oben zu den anderen? Ich finde schon so, ich finde es echt gut, wie Pomni mit dem Ganzen schon so umgeht. Ja, und das alles akzeptiert, wie es ist. Und wie die anderen sind. Suchen. Okay, cool. Ist ja nett. Ich liebe diese Abenteuer. War das jetzt eine kleine Referenz an die erste Episode, weil sie da ja irgendwie fünfmal hintereinander der Tür geöffnet hat? Ja. Okay. Wir könnten mit dem Ding hier nach oben fahren. Ha! Ein Fahrstuhl. Verschlossen, verschlossen, klar doch. Finde ich 1A, dass es verschlossen ist. Nein. Wer ist das da eigentlich, da in der Mitte? Ist es die Mildenhorn Jung? Ja, ich glaube, ja. Dienstag, den 4. Dezember. Obwohl ich die Kreatur mehrfach fatal angeschossen und mir ihren Kopf als Trophäe an die Wand gehängt habe, verschlimmerten sich die Ereignisse. Ich wendete meinen Blick nur für eine gefühlte Minute von ihrem Körper ab. Doch als ich wieder hinsah, war er verschwunden. Die Kreatur war noch am Leben. Und sie würde wiederkommen, um sich zu holen, was ich ihr einst nahm. Wenn sich jemand diese Aufnahmen anhört, möchte ich nur um eine Sache bitten. Lasst den Kopf niemals aus den Augen. Ich habe euch gewarnt. Oh, warte mal. War das gerade der Bonepastor? Nein, oder? Niemals. Da sind zumindest Skelette. Nein. Stimmt, der kommt auch noch. Es gibt den Knochenfahrer. Ja, Bonepastor auf Englisch. Der ist irgendwo versteckt und ich suche ihn etwas. Und da hätte er jetzt kommen können, aber naja. Niemals aus den Augen. Ich habe euch gewarnt. Wow, das ist ja mal eine beängstigende Info. Gefunden! Oh, warte, ich hab's nicht gesehen. Verdammt, was hat sie gefunden? Ah! Gefunden! Ah. Und das ist eine beängstigende Dunkelheit. Was war das? Warst du das? Nein. Oh! Warte, du meinst, dass ich dich gerade berührt habe? Ja, das war ich. Ist das deine Hand? Das ist mein Auge. Ja, aber welches Auge? Ich glaube, das tut nicht so... Jetzt lass mein Auge in Ruhe. Oh, ja, entschuldige. Was ist los? Ich habe mich gerade an einen guten Witz erinnert. Warum hast du dann geschrien? Vielleicht war er doch gar nicht so gut. Ich kann nicht mehr. Ich denke... Schönes Spiel. Wir sollten einander festhalten und Schritt für Schritt den Weg zurück zum Trophäenraum finden. Ja... Hört sich gut an. Ich muss sagen, das haben die Synchronsprecher sehr gut gemacht. Das fand ich sehr schön. Was war das? Was das?
Das waren bestimmt nur Magneten. Oder ein Boot. Ein Boot? Was immer es ist, wir sollten lieber Mucksmäuschen still sein. Okay, ja, klingt einleuchtend. Weißt du, ab und zu hast du erstaunlich kluge Momente. Wie was? Hier summt eine Fliege rum. Aber machst du nicht so viel Lärm damit? Oh Gott, da ist dir echt eine Fliege. Und aus die Maus. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Oh yeah. Entschuldigung, könnten Sie das wiederholen? Ich spreche kein Französisch. Oh nee, vielleicht ist das ja die Kreatur, die er meinte. Nein, sie sagt nicht, warum hilfst du mir nicht? Sie sagt es nicht, mein Mann, verdammt. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er sieht vielleicht Queenie. Meinst du? Liebling? Vielleicht waren sie wirklich zusammen. Wen meint er sonst mit Liebling? Ja, okay. Ich bin gespannt. Denn dieses Boot hält nichts am Boden! Oh nein. Wieso heben wir dich ab? Wir sollten fliegen wie ein Astronaut! Oh! In keiner Art und Weise soll meine Abenteuer eine Fall. Tatsächlich, es gibt eine ähnliche Szene in Resident Evil 8, die genauso ist mit einem Fahrstuhl und dann ist so ein großes, ekliges Monster, was hinter dir her ist und der Fahrstuhl geht nur ganz langsam hoch und so. Erinnert mich irgendwie daran. Weißt du, der Text, den sie gesprochen haben, wieso heben wir nicht ab? Wir sollten fliegen wie ein Astronaut, das erinnert mich an ein Lied, an ein deutsches. Echt? Dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das geht auch so, ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Ah. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde das, also wenn das jetzt auch so eine Referenz ist zu dem Deutschen, also, dann ist es echt. Ja, da wurde gut gekocht, würde ich sagen, da wurde gut gekocht. Oh, ich Falter cool. sein, ich schwöre. Jetzt muss ich kurz nochmal zurückspringen. In keiner Art und Weise soll meine Abenteuer eine Falter sein. Ich schwöre, dass ich jegliche Schmerzen zu 100% unabsichtlich zufüge, wie jeder gute Kriegsverbrecher. Oh, darum ging es doch nicht einmal. Deine beknackten Abenteuer interessieren mich nicht die Bohne. Was ist dann bitte das Problem, Subel? Ich gebe mein Allerbestes, mich zu erinnern. Doch weder du noch mein Rammreden Klartext. Wow. Ich bin das Problem. Ich mag nicht, wie ich bin. Ich hasse diesen Körper. Das war klar, das wussten wir von Sube, dass sie eine Identitätskrise hat. Mhm. Das steht auch im Wiki. Und ja, tatsächlich ist es das, was sie stört. Ich hasse diese blöden, austauschbaren Teile. Ich will einfach etwas finden, das sich richtig anfühlt. Ah, ja, ich weiß wieder, warum ich es nicht mehr wusste, weil ich dieses Problem schon längst gelöst habe. Tausche einfach jederzeit deine unerwünschten Subelteile gegen... Die waren, die Kiste kannten wir auch schon, haben wir aber noch nicht in einem Short erwähnt gehabt. Da kommt später irgendwann... Aber es gab auch nie ein Bild dazu, also so in der Serie gab es auch nie ein Bild dazu. Nur Sketches von Goosewax. Aber so animiert haben wir sie noch nie gesehen. Genau, Subel hat also sowas in ihrem Raum stehen, mit ganz vielen verschiedenen Teilen. Und die kann sie dann immer austauschen. Neuer aus! Ich suche seit meiner Ankunft hier nach Teilen, die mir gefallen. Also, zurück zu den Abenteuern! Vergiss es. Vergiss es? Vergiss es einfach. Was soll ich vergessen? Kane, keiner hier mag deine dummen Abenteuer. Ich lach mich schief! Ragatha ist nur zu nett, um was zu sagen. Jax mag es einfach, ein Witzer zu sein. Gänge ist zu schüchtern, um sich zu beschweren. Kinga hat eine Schraube locker. Und Pomni, sie sieht nach jedem Abenteuer traumatisiert aus. Oh, Subel, Subel, Subel! Diese Abenteuer sind mein Magnum Opus! Sie sind der Kern meiner Existenz. Alles, was ich gut kann. Und, was du da sagst, impliziert, dass ich schlecht bin in dem Einzigen, was ich kann. Und das wäre...
Wessen Therapiesitzung ist das nochmal? Ja. Oh, richtig! Wir müssen deinen Verhaltensproblemen auf den Zahn fühlen. Ich zeige dir ein paar Tintenkleckse und du sagst das erste Wort, das dir in den Sinn kommt. Tomate. Schade. Was? Oh Gott, wo sind wir gelandet? Gute Frage. Ein Weinkeller oder sowas. Die Dinge sind gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Meine Paranoia hat mich so weit getrieben, dass ich nicht länger der Beschützer war, den meine Frau und meine zukünftigen Kinder brauchten. Ich verfolgte jeden Schatten und jedes Geräusch. Schließlich erschoss ich die Liebe meines Lebens, da ich sie für die Kreatur hielt. Schon ironisch, oder nicht? Bei meinem Versuch, sie zu beschützen, wurde ich letzten Endes selbst zu einem Monster. Nun friste ich mein Dasein in meinem Kellergewölbe, mit nichts, das es zu beschützen gilt, außer mir selbst. Oh, da ist jetzt nicht der beste Frame. Kommt, werde ich die Bestie noch mit in mein Verderben reißen. Kinga hat aber sehr intensiv darauf reagiert. Und was ich mir jetzt gerade gedacht habe, ist, vielleicht hat er genau das gleiche mit Queenie getan. Mhm. Weshalb er da jetzt intensiv darauf reagiert hat. Vielleicht sollten wir sein Gewehr mitnehmen. Ja, ist ein guter Plan. Die Shotgun. Werd bitte nicht lebendig. Na gut, dann halt nicht. Hey, warte, das war doch die gleiche Stimme wie der Typ im, Naja, das war ja die englische... Meinst du den Trailer? Nee, der Videorekorder-Typ. Die Stimme. Ach so. Das war genau die gleiche wie der. Also er ist weißt du, was der Mildenhäuter. Weißt du, was ich mich frage? Ist diese Stimme im Recorder dieselbe Stimme, die beim Trailer war? Von den Stanley-Parabel-Typen? Weil das Ding ist, ich habe Stanley-Parabel nie auf Deutsch gespielt. Deswegen weiß ich nicht, ob das die Stimme auch von dem Typen ich weiß auf es Deutsch nicht. Ist. Aber das wäre echt cool. Das wäre cool, wenn das organisiert bekommen. Aber mich würde es interessieren, ob die englische Stimme, die von dem gesprochen wird, die ist. Wahrscheinlich schon. Dann. Das wollen wir jetzt kurz wechseln, oder was? Nein. Jetzt schauen wir weiter. Wir haben wohl nur zwei Schüsse. Vergeuden wir sie nicht. Klar. Er vergeudet sie beide. Bleib hinter mir. Damn. What's that? Oh mein Gott. Lass das einfach mir. Ich krieg das hin. Okay. Damn, Kinga. Das war doch ein Klacks. Zumindest würde ich das, wenn ich nicht wüsste, dass diese Kreatur in Wahrheit ein Engel Gottes ist. Was? Und dass jeder, der ihr etwas antut, in die tiefen, kalten Abgründe der Hölle gezogen wird. Wo auch meine Seele ruht. Ich bitte inständig um Entschuldigung, doch ich benötige einen lebenden Wirt, um dieser Verdammnis zu entkommen. Und leider sind eure Körper mein einziger Ausweg. Moment mal, wie hat er das aufgenommen, wenn er in der Hölle schmort? Ich hoffe, ihr seid bereit, denn euer nächster Atemzug dort unten wird auch euer letzter sein, bevor eure Körper mir gehören. Sie ist also. Sie ist gut. Der Tee ist super. Tut mir echt leid, dass mit deinem Ehemann, der dich umgebracht hat. Oh, Gänge sieht doch sehr interessant aus. Ja, wie Männer sind, setzen immer nur bescheuerte Prioritäten. Ich weiß genau, was du. Ist das die Stimme von Zoe? Dachte ich auch gerade. Hat da die Zoe gesprochen? Meinst du? Wenn eure Freunde ihm begegnen, hoffe ich, dass er sie nicht mit seinen Monologen langweilt. Dieser Mann macht eine einminutenlange Geschichte zu einer griechischen Tragödie. Ich werde sie fragen, wenn wir sie wiedersehen. Danke nochmal für den Tee. Das war eine echt angenehme Zeit hier. Nicht der Rede wert. Ihr könnt mich gerne jederzeit besuchen kommen. Das werden wir.
Gratulation, meine kleinen Teebeutel-lutschenden Gummibärchen! Das war die Pazifistenroute! Ihr könnt stolz darauf sein, was für gute Menschen ihr seid! Leider Gottes müssen wir noch darauf warten, dass eure anderen Teammitglieder ihr Abenteuer abschließen, um euch Zutritt in den Zirkus zu gewähren. Wie lange das wohl noch dauern wird? So, wir hatten kurz Werbung. Nicht gerade das, was man sich normalerweise unter Hölle vorstellt. Wir sind gerade wortwörtlich in der Hölle! Hölle! Natürlich sind wir in der Hölle. Was habe ich eigentlich anderes erwartet? Versuch, einen kühlen Kopf zu bewahren. Kain hat sicher einen Fluchtweg mit eingebaut. Ah. Warte kurz. Lass mich was probieren. Ah, okay, deswegen verliert er sein Auge. Hey, da hinten gibt es eine Treppe. Vielleicht kommen wir darüber raus. Da wir noch unsere Körper haben, könnte das klappen. Das würde auch passen mit einem Auge, ne? Wobei mir das Band von vorhin als Sorge bereitet. Ja. Ich versuche einfach durchzubrechen. Warte, Pony! Das ist so ein Harry Potter Azkaban-Dementoren-Ding, oder? So sah es gerade aus. Pony! Das erinnert mich an Murder Jones. Ja, mich auch. Ich wollte gerade auch sagen. Ne? Ja. Es hat irgendwie Ähnlichkeiten mit Murder Jones. Na, zumindest der Kopf. Also die Augen eigentlich. Pony! Hey, lass sie in Ruhe, du verdammte Seele! Wie geht's deiner Frau, Kinder? Bam! Es ist bestätigt. Also, ja, Queenie. Das war vorher nicht bestätigt, oder? Ja, nee, nee. Mhm. Queenie ist, I guess, Kingas Frau. Hey! Alles in Ordnung? Sieht so aus, als würden die Seelen von lebenden Wesen angezogen werden, mit denen sie die Totenwelt verlassen können. Oh Mann. 7 Jahre Computerwissenschaften und dann sowas. Wieso? Ja. Okay. Jeder Tag aufs Neue ist nur ein weiterer Albtraum. War doch klar, dass das wieder so endet. Er will doch, dass ich leide. Ich bin echt in der Hölle gelandet. Sag doch sowas nicht. Du bist nicht in der... Naja, so rein theoretisch sind wir schon. Vergessen wir das. Wie wär's, wenn wir uns mal kurz einen Moment lang ausruhen, während uns nichts verfolgt? Es ist allein meine Schuld, dass wir hier gelandet sind. Das tut mir... Leid. Wirklich. Warum bist du so anders drauf als sonst immer? Bin ich wohl wirklich, was? Ich hab nicht gerade das beste Gedächtnis. Doch die Dunkelheit erinnert mich immer an eine längst vergangene Zeit. Deswegen, dass er... Kurz nachdem... das Zelt aus den Pölzern. Die Festung. Ja, die Festung. Weil es da drin dunkel ist. Oh, stimmt. Klar. Okay. Aber ich bin jetzt gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Oh. Kinga, leg los. Meine Frau abstrahierte. Ich erinnere mich nicht genau daran, wie. Aber wir waren zu zweit in meinem Kissen fort. Da drin war es dunkel. Diese Dunkelheit schien sie zu besänftigen. Ihre harten, scharfen Kanten wurden sanfter und sie schien deutlich friedlicher zu sein. Sie war zwar nicht mehr dieselbe Person wie früher, aber sie war ruhig genug für ein letztes bisschen Zärtlichkeit, bevor sie in den Keller geschickt wurde. Ich erinnere mich immer daran zurück, wenn es dunkel um mich ist. Du hattest eine Frau? Okay, aber er hat sie berührt und wurde nicht davon, ich sag jetzt mal, infiziert. Ja. Er hat nichts davon abbekommen. Was komisch ist, weil Pomni das ja abbekommen hat. Oder Regifar. Also ist da vielleicht ein Wille dahinter bei den Abstrahierten. Mhm. Das kann ich, so kann ich mir das jetzt erklären.
Aber wow, ja, das ist cool. Es gibt auch natürlich jetzt erste Einblicke zu Abstraktion, ne? Und dass es da doch nicht so hilflos ist, wie es scheint. Etwa hier im Zirkus? Aussichtslos. Ja, sie war humorvoll, kreativ, großer Fan von Insektenkunde. Ich habe Insekten gehasst, aber sie hat mich dazu gebracht. Deswegen auch die Insektensammlung. Ja. Oh mein Gott. Sie zu mögen. Es ist zwar nicht die schönste aller Erinnerungen, aber wenigstens eine, über die ich die Kontrolle habe. Ich weiß, wie man sich vorkommt in diesem Zirkus. Manchmal fühlt es sich einfach sinnlos an. Stimmt. Aber das ist es nicht. Nicht, wenn man wen hat, der sich um einen sorgt. Gute Erinnerungen können viel ausrichten. Halte sie wie Schätze. Und schätze die Leute um dich herum. Du weißt nie, wie lange du sie noch hast. Es gibt in dieser Welt nichts Schlimmeres, als Leute unerwünscht oder ungeliebt fühlen zu lassen. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Weißt du, ich habe über das letzte Band nachgedacht. Er sagte, dass unser nächster Atemzug hier unten unser letzter sei. Vielleicht kommen wir nur durch, wenn wir nicht atmen. Ich bin nicht gut darin, die Luft anzuhalten. Der fängt jetzt an zu leuchten. Wie wär's, wenn wir probieren, uns keinen Kopf darum zu machen? Das allein, es gibt auch eine SpongeBob-Szene, wo SpongeBob und Patrick durch diesen Parfümladen laufen und dabei die Luft anhalten versuchen. Und ich glaube, SpongeBob schafft das nicht. Und Patrick schon. Und er hält ihn dann in den Arm und rennt dann so da durch und kriegt übel viel ab. Aber keine Ahnung, ob das jetzt kommt, aber wenn, ich würde es feiern. Wenn wir hier rauskommen und zum Zirkus zurückkehren, dann wirst du wieder den Verstand verlieren. Du wirst dich an absolut gar nichts hiervon erinnern. Mach dir keine Gedanken um mich. Solange du dich erinnerst, ist alles in Ordnung. Du bist überaus stark, Pomni. Und ich weiß, dass du das durchstehen wirst. Nimm einfach meine Hand. Und wir kriegen das gemeinsam hin. Bist du bereit? Alles gut? War's gruselig? Mir geht's gut, tatsächlich. Was ist hier bitte passiert? Ach, das ist eine lange Geschichte. Pomni war richtig mutig. Wow, sie sind doch eigentlich wegen Gengis Maske runtergegangen und haben nichts... Nichts davon. Also, nichts davon. Ja. Also, oh, schade. Zumindest. Aber ich finde, ich muss sagen, ich finde das Bild so super, wie Jax, der das Opfer ist. Gänge, die das so richtig bereut. Und Rangifer, die da so die Liederin spielt. Es gibt ein schönes Bild. Ist hier irgendwo der Bone Pastor? Nein, nirgendwo. Stimmt, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Verdammt, wo ist er? Was ist hier bitte passiert? Ach, das ist eine lange Geschichte. Pomni war richtig mutig. Zumindest glaube ich das. Warst du mutig? So in der Art. Hey, Rangifer. Ja? Ich wollte nur sagen, danke, dass du dich immer um mich kümmerst. Ich habe das Gefühl, dass ich mich noch nicht bei dir ordentlich dafür bedankt habe. Oh, danke schön, Pomni. Ich will nur sicher gehen, dass alles im Lot ist. Wir sorgen uns schließlich um dich. Habt ihr an meine Komödienmaske gedacht? Nein. Und so langsam frage ich mich, ob der Wilde Westen überhaupt jemals eine richtige Himmelsrichtung gewesen ist.
Ach du grüne Neune, scheinbar kommen die bunten Fünfe vom Abenteuer zurück. Pronto, tu so, als wäre nichts gewesen. Okay. Willkommen zurück, meine Miauende. Suvel hat auch nur gezeichnet. Mann, ich will da, warte mal. Oh. Ja, doch, es ist die gleiche Zeichnung, die Gengel hatte. Willkommen zurück, meine miauenden Milchmädchen. Nenn uns nie wieder so, klar. Na, wie war's denn mit dem König der Knalltüten? Es war gar nicht mal so schlecht. Ja. Wow, okay. Ich muss aber sagen, wir haben nicht mehr so viel von Subel gesehen, finde ich. Also wir hätten viel mehr von ihr sehen können. Ja, der Fokus war, würde ich auch sagen, mehr hier auf Kinga. Und aber das war die Subel-Episode. Wir werden nicht Subel und Kinga. Ja, ja. Ich weiß, aber wahrscheinlich kommt Subel. Naja, die Grüßwerk hat gesagt, dass Folge 7, 8 und 9 noch nicht gespoilert sind, also unbekannt sind. Also vielleicht da nochmal. Die anderen Folgen sind alle schon bestätigt, wer da im Fokus ist. Weiß ich das gerade aus dem Kopf? Nein. Aber anfangs dachte ich mir, vielleicht Gänge und dann Regifant. Ja, und dann Jax, glaube ich. Oder, nee, Jax und dann... Ah, egal. Ich weiß nicht. Aber ganz kurz dachte ich mir am Anfang, dass Subel jetzt dadurch, dass sie das äußert, dass sie ihre Form nicht mag, eine andere Form bekommt. Diese Episode. Wäre interessant. Aber leider nicht. Ja, das wäre, ja. Ja, die Folge war gar nicht so Horror angelehnt, wie ich davon ausgegangen bin. Also es ging tatsächlich. Ja. Und besonders das mit Kinga am Ende, das ist vor allem auch sehr cinematisch gewesen, als sie da leuchtend durchgegangen sind. Fand ich sehr schön. Den Bonepass oder den Knochenfahrer habe ich jetzt nicht gesehen. Schade. Und ich finde, das ist eine super Episode gewesen. Was ich mich jetzt frage, ist, wie ist Kinga mit Queenie in den Zirkus gekommen? Also wie so zusammen, weißt du? Das ist so für mich jetzt noch so ein Mysterium, was sich aufgebaut hat irgendwie. Na, was kann man dazu sagen? Ich finde die Episode beinahe der bis jetzt, also die gefällt mir fast am besten von allen drei bis jetzt. Und wir haben auch so ein durchgängiges Muster. In der zweiten Episode war das mit Pomni und Gummigu und jetzt mit Pomni und Kinga. Dass sie immer so einen Moment haben, weißt du, so ein Momentum, wo es dann so deep in die Sachen reingeht und wo man dann über so tiefgründige Sachen spricht. Ja, Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!